Vielen Dank, liebe Julia, für diese Wetteraussichten. Und hier am Bodensee, Sie sehen es, ist das Wetter gut und schön. Und schön ist jetzt auch bei mir im Studio, denn ich habe einen ganz bezaubernden Gast bei mir. Mezzosopranistin Lena Belkina. Sie ist eine der Carmen-Darstellerinnen bei den heurigen Festspielen in Bregenz. Guten Morgen, Frau Belkina. Guten Morgen. Jetzt würde mich gleich mal interessieren, die Festspiele, die Proben, das findet alles eher am Nachmittag, am Abend statt. Sind Sie eigentlich eine Frühaufsteherin? Eigentlich nicht so wirklich. Ich schlafe gerne bis 9 Uhr circa. Ja, das ist ja nicht so lang. Wie schaut es da im Moment probentechnisch aus? Stehen Sie da jeden Abend auf der Bühne? Wird da im Moment, nächste Woche Premiere, rund um die Uhr geprobt? Ja, jetzt sind wir in einer Phase, wo wir schon in Originalzeiten proben. Also um 21 beginnen und bis Mitternacht. Das Besondere an der Seebühne und von den Proben haben wir auch ein paar Bilder, ist ja, dass hier die Dimensionen ganz andere sind als in einem Opernhaus. Da gibt es viel weitere Wege. Muss man da auch ganz anders singen, weil die Entfernungen auch zum Publikum ganz andere sind? Ja, das ist eigentlich, man kann das gar nicht mit einem Opernhaus vergleichen, weil wir haben keine Akustik, das ist am See, das ist mit Verstärkung. Wir haben kein Orchester, also wir haben natürlich ein Orchester, aber nicht auf dem See, sondern im Auditorium, und wir haben nur Monitor, mit dem, wo wir den Dirigenten sehen. Und natürlich ist das alles so weit entfernt, aber das sind auch welche Herausforderungen. Ist das eine große Umstellung für Sie? Das ist etwas einfach ganz Besonderes und ich stelle mich gleich ein. Ja, es ist so. Besonders ist ja auf der Seebühne auch, weil alles im Freien stattfindet. Da muss man jedem Wetter trotzen, auch wenn es mal windet oder wenn es mal leicht regnet. Wie stellt man sich als Sängerin da drauf ein? Da geht es ja auch um die Stimme, die muss geschützt werden. Sie leben von Ihrer Stimme. Was machen Sie da? Ja, wir müssen schon extrem aufpassen, weil bei Wind und Regen ist es nicht so leicht zu singen. Aber ich trinke viel Tee mit Zitrone und das hilft mir, eigentlich immer fit zu bleiben. Ist das auch ein Trick, dass man sich nicht verkühlt? Ja, und Honig. Heißer Tee mit Zitrone und Honig, dann verkühlt man sich nicht und kann auch singen. Jetzt, wie ist das? Sie haben, beziehungsweise sind zum ersten Mal auf der Seebühne engagiert? Ja. Heuer. Was ein tolles Gefühl. Kennt man die Seebühne im Operngeschäft international? Ja, natürlich. Das ist etwas, was sehr viel ausmacht, dass diese Festspiele eigentlich, da kommen Menschen von der ganzen Welt, das zu sehen, weil das einfach so einmalig ist. Der Carmen ist auch sehr gefragt. Ich glaube, 95% der Tickets sind schon weg. Also ich glaube, es wird da... Ich glaube, schon mehr. Mehr schon mittlerweile. Ah, ja, dann wird es da immer vor ausverkauftem Haus für Sie zu singen. Jetzt, Sie kommen aus der Ukraine, würde mich natürlich interessieren, wie gefällt es Ihnen bei uns in Vorarlberg? Sie sind ja jetzt mehrere Wochen hier stationiert. Ja, aber ich wohne in Wien. Ich wohne in Wien und ich bin eigentlich sehr, sehr gerne auch in Vorarlberg. Das ist schon mein zweites Mal. Ich war bei dem Festspiel 2013 in Lech und das war so schön. Ja, aber hier ist natürlich noch schöner. Jetzt sind Sie wieder hier und Sie bleiben noch ein wenig bei uns. Vorerst vielen Dank, Frau Belkina. Und bei mir im Studio ist auch schön, ich habe nämlich einen ganz bezaubernden Gast. Das ist Lena Belkina, Mezzosopranistin, pardon, und eine der Carmen-Darstellerinnen bei den heurigen Festspielen auf der Bregenzer Seebühne. Frau Belkina, guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Das ist drum besonders schön, weil derzeit ja quasi die Proben auf Hochtouren laufen. Jeden Abend wird in Echtzeit geprobt, haben Sie mir erzählt. Also es werden wirklich die Aufführungen simuliert. Und da würde mich jetzt natürlich als Erstes interessieren, wie nervös sind Sie denn schon, wenn es dann wirklich ernst wird? Ja, ich bin nicht nervös, aber ich bin aufgeregt. Mhm. Das ist so eine sehr positive Aufregung, weil ich muss natürlich meine Stimme und meine Energie mit so vielen Menschen und Zuschauer und Zuhörer teilen. Mhm. Wie es da bei den Proben zugeht, das sehen wir jetzt. Ein paar Bilder auf der größten Seebühne der Welt. Und die größte Seebühne ist ja natürlich etwas ganz anderes als ein Opernhaus. Wie schauen denn da die Herausforderungen für Sie als Sängerin aus? Was ist konkret anders? Was müssen Sie anderes machen? Ich muss nicht lauter singen, weil natürlich die Größe, sie provoziert auf so ein bisschen Lautstärke. Ja. Aber das ist ein falsches Gefühl. Also man muss wirklich sehr präzise sein, weil es alles verstärkt mit Mikrofonen. Mhm. Und eigentlich, das macht den Unterschied.
Ist es schwer, diesen Impuls automatisch lauter zu singen, zu unterdrücken? Weil das hat man einfach, wenn alles größer wird und mehr Menschen da sind. Man muss sich darauf einfach einstellen, weil natürlich wir hören uns auch ganz anders, als es im Publikum dann ist. Mhm. Und einstellen muss man sich natürlich auch anders aufs Wetter, denn das ist eine Open-Air-Bühne. In einem Opernhaus wird es nie regnen. Gibt es da auch spezielle Vorkehrungen, die Sie treffen? Haben Sie da immer einen Regenschirmgriff bereit oder einen Regenmantel irgendwo versteckt auf der Bühne? Ja, ein Pool muss auf jeden Fall da sein, wenn es kalt wird. Wie schaut es da mit der Stimme aus? Gibt es da auch Vorkehrungen, die Sie treffen? Ihre Stimme sollte ja eine ganze Festspielsaison halten. Ja, ich muss einfach damit vorsichtig umgehen und natürlich, das spielt eine große Rolle, Gesangstechnik. Dank meinen Lehrern habe ich eine gute. Ja, und ich kann mich dann sozusagen einsparen und einstellen. Dann haben Sie doch sicher einen Trick, wie man seine Stimme vor Verkühlungen bei jedem Wetter schützen kann. Ja, heißes Tee mit Zitrone und Honig. Heißer Tee mit Zitrone und Honig. Und das sagt niemand geringerer als eine erfahrene Profi-Mezzosopranistin Lena Belkiner. Vielen Dank für den Besuch. Und zuvor haben wir etwas ganz Besonderes. Jetzt gibt es wirklich was auf die Ohren, denn wir haben ja eine der Carmen-Darstellerinnen der Bregenzer Festspiele bei uns, Lena Belkiner, Mezzosopranistin und auch Carmen. Und sie singt jetzt für uns und danach singen die Tequila Sharks für uns. Viel Vergnügen. Bitteschön. Que nul ne peut apprivoiser. Und vor allem meinen Gast, die Lena Belkiner, Hauptdarstellerin als Carmen bei den Bregenzer Festspielen nächste Woche. Einen schönen guten Morgen noch einmal. Guten Morgen. Wie aufgeregt ist man denn so kurz vor der Premiere? Oh, sehr aufgeregt. Ja? Ja. Aber wir haben jetzt die exklusive Chance, hier schon vorab was zu hören von Ihnen. Dürfen wir vielleicht kurz hineinhören in Carmen? Près de remparts du Civille, chez mon ami Lila Spastia, j'irai danser la Seguide et boire du Manzanilla. J'irai chez mon ami Lila Spastia. Spanisches Lebensgefühl am Boden, so ein Applaus Ole. Bitte für Lena Belkiner. Vielleicht ganz kurz noch, Sie kommen aus der Ukraine, leben in Wien, haben Sie erzählt. Wie gefällt es Ihnen hier im Ländle? Oh, ich liebe das, vor allem die Natur. Ja? Hier gibt es alles, Berge, See, Wald, alles Mögliche. Super, das heißt, vielleicht bleiben Sie ein bisschen länger noch nach den Festspielen, oder? Bis Ende August. Und dann noch ein Urlaub dranhängen, oder? Nein, Arbeit in Genf. Arbeiten in Genf. Super, dann wünschen wir alles Gute für die Premiere, schöne Festspielzeit und danke für den Besuch heute bei Dankeschön. Uns. Dankeschön.